Zuvor ist Stefan Fritsch in seinem Rennkart auf Eis gefahren, geschweige denn durch die 1,4 Kilometer lange Bobbahn. Also ich höre ihn. Der muss da ja Schläge abkriegen auf seine Reifen in den Kurven. Abartig. Wie war die Zeit? 1:20:21. Das wird richtig schwer werden. Naja, du zitterst schon ein bisschen, ja, oder? Ja. Da muss ich mir noch einiges einfallen lassen. Ein paar Verbesserungen, dass wir da noch Zeit finden. Besonders gegen die vielen Schläge der harten Eisbahn muss sich Stefan rüsten. Mich verhakt hat. Zum Glück ist Stefan nicht nur Kartbahnbetreiber, sondern auch ein waschechter Schrauber. Stefan, wie sieht's aus? Du ja, wir haben ein paar Veränderungen vorgenommen. Ja. Was hast du gemacht? Wir haben jetzt versucht, also diesen Rundumschutz zu bauen. Das ist richtig stabil, da sollte das Ganze dann abgleiten. Mehr Grip und damit wertvolle Sekunden erhofft sich Stefan vor allem von längeren Spikes. Ich weiß natürlich, ich muss jetzt was bringen, ich muss mehr fahren, ich muss schneller fahren und ich muss die Kurven einfach besser durchkommen noch. Hast du Angst vor dem Sturz? Respekt, sagen wir so. Die Bahn ist frei für die zweite Fahrt vom Kartbahn 3. Oh, 5:33, das ist schon mal eine gute Startzeit. Also jetzt muss er echt, 10 Sekunden sind Pflicht, die muss er rausholen, ansonsten wird's ganz eng. 1 Minute! Boah. Neue Bestzeit. 1:11. Ja! Voll geil! Was? Umpacken, naja. Tja, oder Holzmichel schnitzen. Stefan in Startposition. Der letzte Lauf wird die Challenge entscheiden. Mit Vollgas durch den Eiskanal. Top Speed satte 120 km/h. Eine irre Leistung. Die letzte Gerade. Stefan geht aufs Ganze. Zu spät. 1:08:02.